Hallöchen, Leute, ich begrüße euch bei einer neuen Runde Zuschauer-Replays. Diesmal als erstes Dr. Kazu mit seinem Cheeto auf einer Encounter-Runde Prokhorovka. Ich habe hier am Anfang Stuck abgeschnitten, denn der teameigene Jagdpanzer 4 ist wohl geistig nicht ganz auf der Höhe. Und dementsprechend wollte ich mir ein bisschen was von dem, was er im Chat schreibt, ersparen. Ansonsten hier, ja, Encounter. XVM sagt da echt, man hat gute Chancen. Mal sehen, was daraus wird. Wichtig bei Encounter Prokhorovka zu wissen, der entscheidende Punkt ist eigentlich immer der Hügel. Denn da liegt hier der Capkreis dran. Vom Hügel aus kann man den ziemlich gut dominieren. Ein paar Heavys im Capkreis braucht man oder in der Nähe, damit der Gegner nicht einfach gut nicht durchcappen kann. Und ja, wir werden sehen, wie Dr. Kazu sich hier schlägt. Ich kann ja schon mal versprechen, es ist eine echt coole Runde. Ich habe mir das Ergebnis angeguckt und habe sogar wieder Medaillen entdeckt, die ich vorher noch gar nicht kannte, dass es sie gibt. Fand ich persönlich ziemlich witzig. Ist aber schön, wenn man was Neues sieht. Team verteilt sich recht. Na, durchschnittlich. Wobei halt hier hinten irgendwie zwei Leute geistig abwesend sind. Ein Heavy, der da rumsteht, ist auch eher doof, aber der M6 steht da ganz gut. Leider hat sich der T-34 draußen schon zerlegen lassen. Und eine KV-1 hinten ist auch nicht so klug. Der Alecto, wenn er sich vernünftig hinstellt, ist okay. Stuck dort ist eigentlich ganz gut. Und irgendwas aus dem eigenen Team donnert schon durch unsere Hellcat. Das muss nicht schlecht sein. Ja, und der Jagdpanzer 4 hält da einiges auf, was ein bisschen doof ist, da der eine ziemliche Nülpe ist. Muss man halt leider so sagen. Und die Hellcat hat sich in Brand schießen lassen und offensichtlich keinen Feuerlöscher. Das ist ungünstig. Das ist mir auch ein paar Mal passiert und dementsprechend habe ich mir wieder einen eingepackt. Und man sieht jetzt, da unten ist viel offen. Die Gegner scheinen hier aggressiv auf den Cap zu gehen und er ist mit der Hellcat der Einzige, der in der Nähe ist, um überhaupt hier vernünftig zu kämpfen. Gut, der M6 steht ja auch nicht schlecht. Muss aber halt auch immer viel auf seine Flanken aufpassen. Und wir schauen mal, was er hier dann anstellt. Ist er dann oben in einer super Sniper-Position, wenn nichts den Hügel hochkommt? Und da sieht man schon erste Gegner, eine KV-1S. KV-1S ist sehr appetitlich. Ah, scheint ihn gesehen zu haben. Oder zumindest in seine Richtung zu zielen. Und prallt an ihm ab. Das muss man auch erstmal hinbekommen, das mit einer KV-1S an dem Cheeto abzuprallen. Problem jetzt, die Hellcat hat sich aufrauchen lassen. Da ist die Su-100, die jetzt hochdrückt. Und damit ist der Hügel eigentlich schon nahezu verloren. Er ruft jetzt hier zurecht um Hilfe, denn da braucht man eigentlich jetzt ein bisschen Team-Support. So Cromwell, der jetzt rüberkommt, wäre super. Die andere Flanke hat sich auch schon nahezu zerlegen lassen, was auch nicht wirklich gut ist. Also es ist hier rundherum gerade nicht wirklich gut verteilt für ihn. Da ist auch noch eine KV-1 hier hochgekommen. Nein, ich brauche die jetzt ziemlich lange. Da ist der M6 weg, das ist ärgerlich, denn den hätte man noch gebraucht. Der war auch ein ordentlicher Spieler und stand an einer guten Position. Wenn er die gehalten hätte, wäre das wichtig gewesen. Da ist die KV-1. Erstmal nur der Turm, das ist ein bisschen schwierig, da durchzukommen. Cheeto nicht bekannt dafür, dass er den besten Durchschlag hat, aber versucht es hier oben einfach nur auf die kleinen Seeschlitze und bleibt vernünftigerweise immer in Bewegung. Ja, und der Jagdpanzer 4 heult, was die Debben denn machen. Dabei steht er halt selbst hinten nur rum und macht nichts. Hat immer noch nicht die Hellcat tot. Tja. Und wurde jetzt auch zerlegt. Und ja, jetzt steht es mit Leute 2-8. Man hat zwar noch einen im Cap, aber das Team stellt sich bisher unheimlich ungeschickt an. Da ist jetzt die die wegzubekommen wäre ganz wichtig, weil die trägt eine große Gun mit sich. Hummert die KV-1S-Gun in einer bisschen besseren Version drauf. Wird aber auch gleichzeitig unten vom M6 beschossen, weil natürlich in der Mitte nichts hat, was die abdeckt. M6 hat aber wohl noch die kleine T1-Gun, was ihn da ein bisschen rettet, sonst hätte das locker doppelt so hart geschappert. Und muss jetzt auch schauen, wo steht der, kann man da was machen. Zeigt die Seite. Seite vom M6 ist ein schönes Ziel. Wenn man den trifft, auf die Distanz mit Panzer der Tierstufe nicht immer so einfach und da ist auch noch ein Haus im Weg, was man vielleicht wegräumen müsste. Jetzt setzt er zurück. Da wäre ich jetzt ehrlich gesagt noch drauf geblieben in Hoffnung, dass er so weit zurücksetzt, dass man wieder auf ihn schießen kann. Aber er gibt sich hier erstmal weit genug nach hinten, dass man nicht auf ihn schießen kann, was auch durchaus vernünftig ist. Und kommt der Sechster nochmal? Ja, trifft leider das Haus. Auf Distanz ist der Cheeto einfach nicht wirklich genau. Aber man hat sich mittlerweile den Hügel zurückgeholt. Und er hält da hinten weiter drauf. Die Gegner dürften nicht im Cap-Bereich drin stehen. Ist also alles erstmal noch recht unkritisch, aber sie müssen halt weg. Man muss halt langsamer Schaden machen. Gut, er hat jetzt hier schon Tausender gemacht, was schon ordentlich ist für Tier 6. Aber man muss halt auch mal die Gegner... Man ist halt in der
15-0 Rückstand, da muss man was machen. Von vorne der M6 prallt man durchaus mal ab. Und da ist der T-150 wieder. Da kommt er ran, sehr schön. T-150 Turm ist nur von direkt vorne stark gepanzert. Jetzt schießt da ein Chinu auf ihn und er sieht den M7, denn die haben wir mittlerweile komplett umrundet. Das ist ein Problem. Oh, kann ich aber gut mitgeben. Man sieht, der Shito schießt unheimlich schnell. Ist dafür leider nicht besonders genau. Schießt auch mittlerweile Heat. Was das Ganze teuer macht, aber er will halt sicherstellen, dass das Ganze funktioniert. Also ich denke, dass das Heat ist. Ja. Panzerdurchschlag. Das ist Heat. Er hätte hier neben noch HE. Durchschlag, sonst auf die Distanz bei weitem nicht so gut. 155. Ja, ist schon nicht schlecht, aber hier hat er 186. Das ist wirklich viel. Und jetzt sind die Gegner mit mehreren, Cap-Kreis. Da ist der T-150, dem er da erstmal was mitgibt. Das gibt ein paar Base-Reset-Punkte. Und er brennt. Und damit schießt er auch gar nicht mehr drauf, weil er weiß, der brennt durch. Und holt sich die KV-1S dahinter direkt auch noch. Damit sind beide, die im Cap waren, raus. Mittlerweile bei 2400 Schaden. Leider nur noch 4 Schuss Heat. Die hätte er sich vielleicht ein bisschen besser einteilen können, dass er da länger was von hat. Und jetzt sind die nächsten dort im Cap. Und die KV-1 ist ein One-Shot, dementsprechend ganz klar zuerst rauszunehmen. Da würde ich jetzt auf jeden Fall wieder umswitchen. Und nicht mit Heat drauf schießen auf die Seite oder den Hintern vom T-34. Die könnte man hinter noch gebrauchen, die kostbare Heat-Munition. Ah, da ging der Schuss vorbei. Jetzt hat er keinen Heat mehr. Muss jetzt auf gut Glück hoffen oder darauf setzen, dass sein Scherenfernrohr wieder angeht, der dann nochmal aufgeht. Jetzt hat es auch noch den Cromwell neben ihm zerlegt, vor dem Chinu da hinten steht. Mittlerweile 10-14. Er ist alleine gegen 5 Leute. Allesamt unerfahrene Spieler, laut XVM-Einschätzung. Auch allesamt nicht viele Matches. Der Chinu hat als einziger irgendwie seine 6000. Das ist, wie gesagt, das, was ihm hier entgegenkommt und nimmt mittlerweile Auto-Aiming, um nicht über Pern drauf zu zielen. Und, da kam sogar noch die Arti hinter ihm. Ja, da bewegt der Chinu sich intelligenterweise wieder. Der gegnerische T-34 ist zwar wohl irgendwo beim Cap gewesen zuletzt, aber nicht reingefahren. Was ihm hier auf jeden Fall gemütlich Zeit lässt, sich erstmal um den Chinu zu kümmern. Einer drauf und wieder zurück, damit man selbst nicht getroffen wird. Und dann nochmal schießen. Chinu ist weg. Sehr schön. Munition wird langsam ein bisschen knapp, aber dafür hat er hier mit 3177 schon viel Schaden gemacht. Gut gerockt und wir beschleunigen mal ein bisschen, um zu sehen, wo er dann jetzt die nächsten Gegner findet. Denn es steht noch was aus. Und da ist wieder was im Cap. Das heißt, das muss man sich noch irgendwie holen. Geschwindigkeit wird jetzt gerade verdoppelt angezeigt, deswegen sieht das ein bisschen schlimmer aus, als es ist. Und was er sehr intelligent ist, er wechselt hier die Position, fährt halt in einem anderen Winkel rein, als er vorher zuletzt zu sehen war, damit die Gegner, wenn er Glück hat, nicht direkt zu ihm gucken. Die Arti ist hier mittlerweile drin, das ist interessant, aber wahrscheinlich war es der zu doof, auf ihn auf lange Distanz zu schießen. Und wollte mit dem Cap dann lieber Druck aufbauen, was durchaus sinnvoll ist. Und jetzt gefährlich, da sieht man es, Arti schießt mit HE auf ihn, splasht aber nur. Und damit hat er den vierten Gegner aus dem Cap-Kreis wieder rausgeprügelt. Hat 8 Kills, was schon mal ein Radley Walters wert ist. Also er kriegt auf jeden Fall gute Erfahrung für die Runde, weil es für ihn zweifelsfall immer wie ein Sieg belohnt wird. Und da haut der T-34 gerade ab. Ich frage mich ehrlich gesagt, was der vorhat. Der Cap-Kreis ist in diese Richtung. Und da hat nochmal Arti zugeschlagen. Und das war böse. Japaner haben leider keinerlei Panzerung. Jetzt muss er hier auf jeden Fall weg. Oder zumindest ein bisschen in Deckung gehen. Hoffen, dass er vielleicht das Scherenfernrohr einsetzen kann. Hat jetzt gemerkt, ja, Fahrer brauchen wir doch. Wir fahren sonst einfach zu langsam. Ist aber halt im Cap drin und kann jetzt versuchen, über 3 Minuten die Gegner einfach dazu zu bringen, dass sie kommen müssen. Alles außer der Arti war auch schon mal offen. Er weiß, wo die Gegner wahrscheinlich herkommen werden. Was der T-34 sich mit seinem Rückzug gedacht hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber er wartet jetzt, da beschleunigen wir das Ganze nochmal, denn so spannend ist es jetzt ja nicht, ihm beim Capen zuzugucken. Und auf jeden Fall auch die richtige Entscheidung, muss man sagen. Er könnte jetzt rausfahren, die Gegner killen, aber er hat halt nach den beiden Artis keinerlei Lebenspunkte mehr. Und jetzt hinzufahren und sich auf den Kampf einzulassen, ist gefährlich. Dann lieber den Cap nehmen, um Druck aufzubauen. Guckt hier zwischendurch mal, da ist ein Gegner aufgetaucht. Der T-14 ist mittlerweile rangefahren, er positioniert sich deswegen nochmal um.
dass er halt auch wirklich gegen den T-14 gute Deckung hat. Schreit jetzt Hilfe, stellt fest, lebt keiner mehr, war vielleicht ein bisschen spät, um nach Hilfe zu fragen. Da ist der T-34, der T-14 hat ihn wohl aufgemacht, der T-34 schießt auf ihn, muss jetzt hier wieder in seine alte Position zurück, um sich vor dem zu schützen. Hat jetzt natürlich nicht geguckt, der T-14 ist noch ziemlich voll, den kriegt er nicht mit einem Schuss raus, das macht es gefährlich und T-14 ist auch nicht immer so leicht zu durchschlagen. Muss jetzt den Rückzug aus dem Cap antreten, um den T-14 da nicht in die Schüsse zu laufen. T-14 von vorne, wie gesagt, gefährlich. Der hat Panzerung, und zwar nicht zu knapp. Da ging, sagen wir mal, der erste Schussgang vorbei. Versucht ihn jetzt hier zu umrunden, um da irgendwie durchzukommen. T-14 scheint ein bisschen überfordert damit. Prallt aber auch nochmal ab. Und kommt halt auch wirklich nur von den Seiten und hinten durch. Sobald der Winkel nicht stimmt, hat er es schwer. Hat aber den Vorteil von, er schießt wesentlich schneller. Kriegt den T-14 damit raus. Das gibt ihm eine Chance. Der T-34 selbst ist... Na, noch nicht richtig ein One-Shot. 151, da muss man schon gut würfeln, um den einen Schuss wegzubekommen. Der Jagdpanzer 4 lobt ihn sogar noch. Dass der sich das noch weiter anguckt, oh Mann. Er selbst wird vom T-34 mit einem Schuss wahrscheinlich rausgenommen werden können. Das macht das hier halt wieder gefährlich. Aber wenn er Glück hat, campen die Gegner hinten und er kann hier durchcappen. Oder zumindest halt so Druck aufbauen, bis sie mal merken, sie müssen was machen. Aber jetzt, also er muss jetzt auch durchcappen. Wenn er jetzt nochmal rausfährt, kann er nicht nochmal cappen, dann muss er die Gegner finden und vernichten. Denn er braucht in einem Encounter alleine 3 Minuten zum Durchcappen. Um halt zu sagen, dass man nicht zu schnell einfach gemütlich durchcappen kann. Und wir beschleunigen das nochmal ein bisschen, um zu sehen, was passiert. Fährt jetzt ein bisschen vor, um zu sehen, ob was aufgeht. Mal schnell gucken, aber da kommt bisher nichts. Interessant. Da ist die Arti. Hat entschieden, ja, abwarten ist doof, also fahren wir da ran. Stellt sich aber auch doof an, muss man dazu sagen. Problem ist, er muss jetzt beim Vorfahren sehr, sehr stark aufpassen, dass der T-34 mich in die Seite schießen kann, aber kriegt die Arti weg. 10 Kills, sehr schön. Und wieder hinter seinem Haus. Bisschen in Bewegung, falls der T-34 irgendwo guckt. Wartet, bis er zu war. Will jetzt abhauen und da kommt der T-34. Und der schießt mit HE. Das ist super für ihn, weil damit hat er eine Chance, es zu schaffen. Und ja, kriegt den Gegner nochmal raus. Sehr schön. Hat damit, ja, gewonnen. 4283 Schaden. 1846 Basiserfahrungspunkte dafür, der Hammer. Bisschen was auch durch Detecten, bisschen Verteidigungspunkte, 49, nicht so viel, wie man erwartet hätte, aber eine Delegistan-Medaille, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, für das Vernichten von 4 Gegnern, die im Cap-Kreis sind. Und Krieger- und Pulse-Medal, denn er hat hier halt 11 Leute gekillt, ab 10 gibt's die Pulse-Medal und Radley Walters auf dem Weg dahin für 8 und halt den Krieger für 6. Unheimlich viel gemacht, unheimlich geile Runde. Fand ich persönlich auch super spannend zu sehen, wie er sich hier, und hätte was Wichtiges was vergessen, die Call of Balance, denn er hat alleine die 5 letzten Gegner besiegt und das ist schon cool anzusehen. Daher sage ich vielen Dank fürs Einschicken, das war eine geile Runde und wir sehen uns in der nächsten wieder. Und weiter geht es mit dem T-69 Panzer von Don Ozzy, von den Elite-Kriegern. Da ist zwar kein echter Charlie, aber da ich ja so lange nicht mehr dazu gekommen bin, was mit Charlie zu machen, dachte ich mir, ihr freut euch vielleicht, wenn ich hier eine Runde von einem T-69 zeige. Wir sind hier auf Steppen in einem Tier 8 Match. In einer Runde, wo sein Team ehrlich gesagt ziemlich bescheiden aussieht, denn die obersten beiden Panzer, das Platoon von MRT, sieht nicht besonders nach fähigen Spielern aus. Und auch da unten sind hier einige unerfahrene Spieler mit drin. Insgesamt nichts, was jetzt irgendwie klingt, als würde er hier eine super gute Runde haben oder hätte ein super gutes Team. Und das heißt, es wird für ihn viel Arbeit notwendig. Dazu kommt, dass die Gegner ein ziemlich gutes Platoon dort haben von 1 DPA mit ISU 5916 und Arti. Das kann durchaus wehtun. Wir wollen mal sehen, was daraus wird. Das Team verteilt sich hier zumindest recht passiv. Also viele, die sich einfach zum Snipern hier in die Mitte scheinbar stellen. Im Objekt kann man das verstehen. Der ist durchaus erstmal sinnvoll auf Distanz. Aber so ein Black Prince zum Beispiel ist... gefährlich, hier fährt wenig lang. Und da sieht er den Gegner schon Scout.
Leider keine Treffer, fährt er hier rum. Ja, schade. Wäre natürlich schön gewesen, wenn man dem Scouter was hätte mitnehmen können. Aber so fällt er erstmal zurück und lädt nach. Und ja, kann halt auch erstmal nur gucken, was passiert. Hier sind zwei Tiger, eins hinter ihm, was recht interessant ist. Die sieht man auch nicht so oft auf dieser Flanke. Und die Hellcat heult schon wieder über das Noob-Team. Ja, ist natürlich auch doof. Nee, hört über die Musik. Hey. Klingt noch verwirrt. Der Tiger 2 ist schön für ihn. Denn Stockturm und Stockturm beim Tiger 2 kommt man ziemlich gut durch. Da kann auch ein T69 mal draufschießen. Ja, der Durchschlag hier mit 173 nicht die Welt. Und selbst mit Heat mit 250 nicht den Oberhammer. Aber für so einen Tiger-2-Turm von vorne, der Stock ist, reicht es netterweise. Also den kleinen Turm. Wenn der Top-Turm hat, dann kann man das halt vollkommen vergessen, aber so geht es. Und tastet sich jetzt wieder vor. Schießt leider auf den Fußboden. Der Fußboden ist nicht dein Feind, mein Freund. Auf den musst du nicht schießen. Da ist wieder der Tiger-2. Und da der geschossen hat, kann man ein bisschen mehr riskieren. Die IS schießt mit HE. Okay, interessant. Hat jetzt noch einen Schuss drin und will den wohl noch auf den Tiger abgeben. Und kommt auch dazu. Leider nur kritischer Treffer, aber heißt, zumindest hat man irgendwie den Schützen oder den Commander oder irgendwas erwischt. Das ist okay. Ansonsten, der gegnerische Scout ist raus. Das ist viel wert. Und ein Super Pershing, nee, T-25-2, was du wieder falsch gesehen hat es bei denen auch schon zeigt. Also ist momentan noch recht ausgeglichen. Team verteilt sich gar nicht so schlecht. Er ist wieder voll, sieht da den Tiger 2 und die IS, das heißt, da kann man gut draufhalten, weil es wahrscheinlich im Moment versucht, auf den T-34-2, der da durchfährt, zu schießen, aber erstmal die IS, die ist dadurch weg, damit haben wir einen sicheren Kill. Und jetzt ist es hier gefährlich, denn er entscheidet sich fürs Nachladen, und wenn der Gegner jetzt hochkommt, ist es natürlich ärgerlich, weil da hat er keine Kugeln drin. Wenn er Glück hat, hauen die Tiger dafür auf den drauf, der Tiger 2 guckt da hinten, das macht das Ganze etwas riskant. Da kriegt er einen Abpraller vom T-34-2. Das ist ordentlich. Die Gun von dem hat ja auch nicht den besten Durchschlag. Und die T-69-Wanne hat wenigstens ein bisschen Anwicklung. Daraus kann man was machen. Jetzt ist er gleich wieder voll. Und da ist der Tiger 2. Den nehmen wir mal schnell mit. Und ja, der T-34-2 da vorne ist problematisch. Vor allem, weil er den jetzt nicht mit einem Magazin rausbekommen kann, da er nur noch 3 Kugeln drin hat. Wenn er, ja, hätte er nicht den Schuss auf den Tiger abgegeben, gut, der Tiger hat halt einen Kill gemacht, klar, das macht man, hätte ich an seiner Stelle auch, aber hätte er nicht abgegeben, hätte er halt genug Schaden, um da, nicht wirklich, stimmt, fällt mir auch ein, das bringt, würde noch nicht mehr viel bringen, wenn er voll wäre, verrechnet. Und er hat ja nur 240 Schaden, ich war irgendwie geistig bei 300, mit 300 hätte er ihn angehen können, mit 240 ist ein bisschen wenig immer noch. Das ist so ein bisschen das Problem, das T69, er macht zwar schnell seinen Schaden, aber er macht halt nicht die Masse, die irgendwie einen 50-100 dort macht. Und ich glaube, das ist auch noch die kleine Gunner, da bin ich mir gar nicht zu 100% sicher. Das ist so lange her, dass ich mich da reingesetzt habe. Da gibt er einen schnellen Schuss ab und das geht schief. Und noch einmal, das ist ärgerlich. Aber der RAM holt da wieder was raus, denn RAM T-69 geht doch gegen andere Mediums recht gut. Muss jetzt nachladen, unter die Schusslinie vom Rheinmetall tauchen, denn der hat wenig Gun Depression, da kann man drunter her. Hat hier gut ausgeteilt. Eine 2279 ist echt eine gute Schadenszahl. Und das Team schlägt sich auf der anderen Flanke auch nicht schlecht. Als voll ist, kann er gleich den Rheinmetall rausnehmen. Der hat die lange Gun, sprich er macht, hat nicht genug Schaden, um mit einem Schuss rauszunehmen, oder nicht, um ihn auf eine bedrohliche Schadenszahl zu schießen. Da hat er den Fußboden getroffen. Und dann hat die Arti ihn dann unterstützt. Das ist eigentlich ein bisschen schade für ihn, denn dann wäre natürlich cooler gewesen, wenn er selbst den Rheinmetall hätte killen können. Aber dafür ist er noch so ein Franzosen-TD. Und der dreht gerade, das ist gut, weil Seite von Franzosen-TDs ist schön leicht zu geschlagen. Hat leider kein Repair-Kit mehr, das ist jetzt gefährlich macht, hier rüber zu tauchen, weil wenn er dann gekettet wird, steht er erstmal doof da. Taucht hier auch zurecht erstmal wieder ab. Und ja, er spielt hier sehr vorsichtig, das ist auf jeden Fall vernünftig. Ich persönlich wäre wahrscheinlich ein Stück vorgefallen, Schuss gefressen und mir den geholt.
Und da geht ein Schuss vorbei. Jetzt wird's ärgerlich, denn damit fehlt ihm das Backup. Wenn er jetzt niedrig würfelt, hat er ein Problem. Und genau das meine ich. 14 Lebenspunkte bleiben drauf. Das ist problematisch. Der letzte Schuss hat sehr, sehr schlecht gewürfelt. Oder beide Schüsse haben nicht gut gewürfelt. Und da sagt ihm einer, die werden auf der anderen Seite verlieren, ja. Muss jetzt natürlich irgendwie versuchen, den Franzosen auszuspielen, solange er kann. Und ein bisschen Rammschaden. Dafür den Kill vielleicht bekommen. Ja, funktioniert leider nicht. Hat ihn jetzt weg. Musste aber auch dafür auf Heat umsteigen. Um auch sagen, ja, andere Seite doch nicht verloren. Hat gehalten, deswegen weg, lädt er jetzt auch nicht nach, sonst wäre ein Reload jetzt natürlich praktisch gewesen, aber so geht es nur noch darum, die Arti zu holen. Um auch sagen, die anderen auf der anderen Seite haben doch echt gut gespielt. Muss man erkennen, ISO und KVNS beglückwünschen sich da zurecht gegenseitig, die haben gut gespielt. Und der AC sagt, ja, versuch's ohne Gold. Ganz ehrlich, Seitenpanzerung von einem Franzosenpanzer, da ist, da kommt man mit allem durch und er sagt ja, AP war alle. Muss hier, fährt hier Schlangenlinien, um ranzukommen, ohne dabei hoffentlich getroffen zu werden, denn S51 kann er mit einem Schuss rausnehmen. Er hätte theoretisch gesehen vorher auch noch auf HE wechseln können, um das Ganze ein bisschen sparsamer zu machen, aber naja gut. Schaden ist Schaden. Er hat immerhin 3333 Schaden damit gemacht. Yay. 5 Kills. 1413 Erfahrungspunkte dafür, selbst auch durch Aufklärung. 1326. Und jetzt ist es ein bisschen schade, dass er 3 Metall nicht bekommen hat, denn das hätte ihm Krieger gebracht. Aber naja, trotzdem eine geile Runde, gute Schadenswerte und ihr habt mal wieder einen T69 gesehen. Ja, und damit sage ich Tschüss für heute. Bis zum nächsten Mal.